Hallihallo und herzlich willkommen beim zweiten Part vom Mega Drake Kingdom Projekt. Ja, wir haben das letzte Mal hier ein bisschen angefangen, das Haus zu bauen und uns auszurüsten und ein bisschen Nahrung zu sammeln. So, und heute möchte ich tiefer runtergehen und Diamanten holen und so weiter. Dazu müssen wir wieder unten aufs Portal. Das ist eben noch unser Loch, das wir gegraben haben für den Stein. Und ja, wir sind ein bisschen weitergekommen mit dem Bauen. Wir haben jetzt hier einen Weg ausgedeutet. Dieser Weg führt dann in die dritte Stadt. Das ist die zweite Stadt hier. Und hier ist die dritte Stadt. Das ist jetzt neu. Da gehen wir kurz rein. Und dann kommen wir hier hin. Und das sollte so eine Piratenstadt sein wie Tortuga. Einfach Dratuga heißt sie bei uns. Und da ist noch ein Turm. Und da ist noch ein Steg. Und sonst sind wir eigentlich nicht weiter. Hier oben gibt es noch ein Dorf, wie man auf der Minimap sieht. Aber dort ist, glaube ich, nicht viel. Das kann ich jetzt mal gehen. Sattel haben wir leider noch nicht, aber hier hätten wir Pferde. Wir könnten wirklich mal so einen Bauernhof bauen mit Pferde. Ich habe immer nur mit Kühen und mit ja, Hühner gemacht, Schafe. Aber das ist leider wie soll ich sagen, nicht so spannend wie Pferde, weil Pferde nicht so gut weiter gezüchtet werden können. Oh. Cool. Wusste ich gar nicht, dass da noch die Kiste frei ist. Oh. Sorry. Es beißt in der Nase. Ja, hier haben wir keine Bücherregale. Komisch, sonst sind die großen Häuser eigentlich immer mit Bücherregalen. Aber ein bisschen Getreide haben wir. So. Nehmen wir ein bisschen Getreide mit. Und lassen die Kerne hier. So. Und dann mal ein bisschen Karotten. Gut. Dann gehen wir wieder in die Farmwelt. Haben wir noch irgendwo Kartoffeln? Nicht. Ja, irgendwann bald kommt dann das Ding. Jetzt ist gar niemand online. Das Rollenspiel noch dazu. Einer macht mit. Jetzt weiß ich leider seinen Namen bei Minecraft nicht, weil er einen neuen Namen hat. Aber ihr werdet dann sehen, wenn ich meine. Und der macht vielleicht mit. Eine gute Mikroqualität. Da habe ich sogar eine schlechtere. Und ja. Dann machen wir ein bisschen Rollenspiel. Und eventuell kann ich manchmal auch noch Folgen im Kreativmodus zeigen. Nicht im Let's Play jetzt, aber in einem Let's Build oder so. Mal schauen. So. Das ist braun, das ist grün und ins Blau. Oh, diese, das ist nicht so gut, wenn die hier rauskommen die ganze Zeit. Das ist wieder Nacht. Natürlich ist es wieder Nacht. Ja, genau, erwischt mich doch nochmal. Ein Enderman, nochmals ein Creeper. Wir gehen jetzt in diese Richtung. Oh, nochmals ein Creeper. Du blöder Creeper. Endermänner möchte ich noch nicht angreifen. Wir haben auch noch nicht Eisenrüstung. Oh, Herr Borgmann kommt rein. Gut. Also was haben wir hier? Leider überschreibt es die Map die ganze Zeit. Merkt denn die Map nicht, dass es eine zweite Welt ist? Ah, muss das sein?
Ja. Was ist jetzt? Schönes Kinn. Nee, bin am LPN. Laufkurs ist nicht weit. Am Rand des Fichtenwaldes entlang. Ah, muss es sein? Jetzt wollen alle sich bewerben. Ich ignoriere es jetzt mal, weil es schreibt wirklich jeder mich an, ob er OP werden kann. Ja, genau. Stirb wegen Zombie. Weil ich kann nicht alle annehmen. Es sollen nicht alle OPs sein, auch wenn man dann besser bauen kann im Kreativmodus oder so. Das ist das Problem. Das ist das größte Problem, wo einfach die Leute haben. Nein, Pink nehme ich nicht. Doch, Pink nehme ich. Ha, zum Trollen. Ich werde trollen. Ich würde so extrem trollen. Okay, ich brauche Kohle nicht. Eisen brauche ich. Aber im Gebirge gibt es eigentlich immer recht viel. So. Dankeschön, Herr Borgmann, dass Sie es provoziert haben. Und für die anderen auch, die provozieren, werden gekickt. Und nach dem dritten Kick werden sie gebannt für einen Tag oder so. Weil das brauchen wir nicht auf dem Server. Es weiß alle ganz genau, dass man mich nicht anschreiben soll wegen Bewerbungen. Ich werde denen, also die hinzufügen, die gut arbeiten, also die gut bauen oder sich auch benehmen. Und nicht die, die ich nicht vertrauen kann, die eigentlich nur manchmal online sind, also die ich nie sehe oder so. Und das ist ein bisschen blöd. Keine Bewerbungen momentan. Nein, wegen Game Mode gibt es sowieso nur kein OP, also bitte. Es wollen halt alle auch so schnell bauen können. Das kann ich verstehen. Aber ich kann es nicht verstehen, dass man dann immer herumhackt. Und er war öfter on als du. Ich kann ihm vertrauen und er hat auch gut gezeigt. Und deshalb, ah, da ist er. So. Nein, eigentlich nicht einen Ofen, aber eine Workbench mit dem Eis und so. Ja, toll. Ah, die Sticks nerven. Die Sticks sollten aus dem Spiel entfernt werden. So. Hat den Laptop geklärt, okay.
Da kann ich nichts dafür, aber ich nehme nicht gerne Leute an, die es. Wie soll ich sagen, dass die es. Ach Mann, muss sie anders schreiben. So. Damit sie es auch weiß. Und okay, ein Dorfbewohner-Zombie. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Also eben das momentan ist halt noch das Problem auf dem Server, dass die Leute eigentlich echt. Das ist nicht mein Problem. Ich kann einfach nicht 20 OPs haben bei 25 Leuten. Das geht einfach nicht. Und das ist eigentlich das Hauptproblem, das manche Leute mir machen. Und ich nehme eigentlich die Leute an, die sich wirklich sehr gut verhalten. Ah, müssen wir jetzt weiter runter. Das ist sowas von unfair. LOL, wir müssen gar nicht. Wollen wir runterfallen? Wollen wir wirklich runterfallen? Wir haben kein Wasser bei uns. Rohstoffe sammeln und so bauen. Ja, danke. Jetzt noch weiter. Boah, hey, jetzt falle ich dann plötzlich runter. Da müsste ich schon. Ich falle runter. Das ist zu extrem böse. So, hier ist es sicher. So ein Kack. Echt? So ein Kack. Jetzt gehe ich den Eimer auffüllen. So, wir sind kein OP-Server, wir sind ein junger Server. Ja. Wo ist denn da die Quelle? Hallo? Da. So, haben wir irgendwas? Ja, genau. Lag, nicht Cheat. Das sind meistens die Lags, die anzeigen. Wurde er überhaupt gekickt? Scheinbar wurde er zweimal gekickt. Oder sie, meine ich. Ah, ich habe immer noch in Erinnerung, dass ein Ding drauf war. Mit diesem Account. Sein Bruder oder ihr Bruder. Und deshalb sage ich noch er. Aber hey. Ist auch schwierig, oder? Wenn man zwei User hat an einem Account. Dafür braucht man nicht Kreativ. So. Schön abgelenktes Let's Play. Finde ich wirklich toll, dass die Leute mich so Let's Playen lassen. Und
Ja, geh weg. Also ich bin nicht einer, der gleich böse ist, wenn man stürmt, also wenn Leute stürmen oder so. Aber ich bin einer, der nicht gerne Leute in den OP-Status befördert, nur weil er unbedingt will. Und mir reicht es langsam einfach mit den OPs. Es haben schon so viele OPs, damit sie einfach helfen können, damit es überhaupt so schnell geht. Aber machen tun sie leider noch nicht so oft etwas. Ja, danke schön. Ich laufe natürlich wieder in meine Ding rein. Also, jetzt muss ich wieder ein bisschen Konzentration finden. Leute, die auf den Server kommen, haben eigentlich den Stand von einem, ja, Unbekannten. Und den muss man zuerst durch gute Taten, schöne Taten, durch Rollenspiel, durch Gebäude bauen, so ein bisschen nach oben setzen. Und dann hat man die Chance, einen OP zu werden. Aber da muss man auch OP-Sachen machen. Leute, Sachen von den OPs. Von den alten Greisen. Oh. Und nicht irgendwie nur bauen. Also wenn man nur zum Bauen OP sein will, dann kann man das nicht sein. Also dann hat man die Chance nicht OP zu werden. Da muss man auch Sachen machen, wie zum Beispiel Neulinge begrüßen, Neulingen den Weg zeigen, was sie machen können auf dem Server und ja, mir die Dinge eigentlich weitersagen am besten, wenn irgendwas passiert oder keine Ahnung was. Jo. So, jetzt geht's aber wieder nach oben. Ich will aber unten bleiben. Boah, jetzt dachte ich schon, ich falle hier runter. So ist ungefähr gut. Gehe ich in diese Richtung, damit ich wieder ein bisschen zurückkomme. Muss ich mal schauen auf die Minimap. Der Spawn. Oh, der Spawn war wo? Da. Der Spawn ist in diese Richtung. Dann gehe ich eigentlich hier. Mache ich auf der 11. Weil bei 11 ist eigentlich die Strip Mining Höhe. Dann gehen wir wieder so ein bisschen zurück Richtung Portal unterirdisch. Ist aber ein weiter Weg. Also es ist. Ach komm, ey. Untergrabe ich den Gräbel. So. Und dann gehe ich wieder nach oben. Auf die 11. 11. Oceans 11. So. Finden wir die Ass? Haben wir genug Eisen bis dorthin? Oh, ein schöner, dichter Wald. Kommt auf der Minimap. Also der Server ist ein Survival-Server und nicht ein Kreativ-Bau-Server. Weil wir können das nicht schützen. Die Plugins sind sehr verbuggt und schlecht gemacht auf 1.8. Das war auf 1.7.10 eigentlich viel besser. Ah, oh, toll. So, Lapislazuli immerhin für die Verzauberungen und Fackeln machen. So. Also, wir machen in der Piratenstadt, machen wir ja einfach so ein bisschen Rollenspiel für die Leute, die Piraten gern haben.
Und einfach, dass wir ein bisschen Abwechslung vom Chinesischen, vom Japanischen haben. Und weil ich ein Piratenfan bin, ein anderer OP ist Erfahrung, Ding-Fan und ein anderer Spieler ist noch Piratenfan. Und weil es einfach cool ist. Und das bin ich momentan am Bauen neben dem Let's Play. Und wer natürlich zugucken will, der kann das natürlich auf dem Server machen, wenn ich online bin und nicht aufnehme. Und sonst kann ich schon ein Video machen. Das ist klar. Aber ich habe auch nicht so viel Bock, dann nebenbei noch zu reden und so. Je nachdem. Ich habe eigentlich genug zum Hochladen, weil jetzt eigentlich zwei andere Projekte noch kommen. Das wäre Skyrim und Diablo 3. Und ja, wenn Regnum weitergeht, dann habe ich nochmals ein Projekt, dann habe ich Hexit noch und das Projekt. Und ich kann nicht so viele Videos hochladen momentan, weil die Internetverbindung recht schwach ist. Aber trotzdem, ja, tut, also möchte ich gerne viele Projekte haben, dass viele User auch Freude haben. Also das, ja, und wenn ihr mehr Folgen wünscht, dann dürft ihr gerne das mir schreiben und ich mache dann mehr Folgen, wenn es jemand interessiert, wirklich. Und ja, also eben dieses Let's Play ist momentan halt eher Survival und ein bisschen erzählen. Später kommt dann das Rollenspiel hinzu und so, das bringt es ja auch nicht viel, wenn wir jetzt gerade noch, ja, wenn noch nicht viel da ist, zum Beispiel eine Taverne haben wir noch nicht, einen Markt haben wir noch nicht und so weiter. Ich will mal den Stein hier einsammeln. Granit. Aha, das war's schon. Okay. Jetzt müsste ich eigentlich wieder nach rechts, oder? Ein bisschen höher noch. Aber ich gehe schon mal nach rechts. Ich weiß, dass hier Diamanten sind. Hallo. Danke, ich muss jetzt unbedingt mal craften. Indem ich das mal rein tue. Und hier, oh. Oh. Ich habe kein Holz. Okay, ich weiß, was ich mache. Und das ist eigentlich schräg nach oben bauen. Ja, und sonst haben wir hier keinen Stollen. So. Das reicht irgendwie nicht. Dann müssen wir. Sollen wir dann machen? Doch, es reicht, oder? Nein, ich. Ja, okay. So reicht's besser, wenn hier eine Schlucht ist. Aber ich möchte ja noch das Eisen holen, Mist. Das sind ein bisschen blöd, wir haben zu wenig Holz eingesammelt. So. Also, wir gehen jetzt nach oben. Graben uns nach oben. Und, oder haben wir hier irgendwo eine Höhle? Dort haben wir eine Höhle. So, nach oben. Jetzt könnten wir eigentlich das schaffen, wenn die Höhle nach oben führt. Komm, irgendwo muss die Höhle ausführen. Haben wir hier irgendwo noch Monster? Ich höre irgendwie ein Skelett. Oh, shit. Das ist blöd, wenn man plötzlich ohne.
ohne Holz dann unterirdisch ist. Irgendwo muss es doch rausgehen. Ach komm. 45. Wir graben uns jetzt noch ganz oben. Also so hoch. Ich riskiere es jetzt mal. Was? Oder ob. So. Wasser könnte oben dran sein, aber er hatte eine neue Beschwerde. So, das ist doch weiter höher aus. Oh, hey, jetzt hätte ich. Schaut euch die Durabli an. Boah, das ist Wahnsinn. Ah, direkt noch geschafft. Yay. OP. Drago ist OP. So, gerade noch geschafft. Wirklich toll. Das jetzt wegwerfen. Ach komm. So. Das ist ein Creeper. Ich möchte jetzt. Nochmals eine Eisenspitzhacke machen. Schmeiße ich die Körner weg. So. Die Körner für. Die für den Weizen. Oh, das möchte ich. Das möchte ich. Ja, Schwarzpulver braucht niemand auf dem Server. Eigentlich. Weil sowieso Ding an aus ist, TNT. Weiße Wolle haben wir, Schere haben wir. Okay. Da ist auch eine Schlucht, okay. Da sind Rosen verbuggt, das liegt einfach an den Server. Dass die manchmal nicht richtig geladen werden. Okay, kann man euch auch scheren. Dankeschön. So. Dann haben wir das Portal eigentlich da drüben. Und zwar hier oben in diese Richtung. Okay, dann haben wir eigentlich diesen Part fertig. Und in der nächsten Folge gehen wir, bauen wir das Haus und machen ein bisschen Rollenspiel. Weil ich werde noch eine Taverne bauen am Piratenhafen. Dann reden wir einfach mit den NPCs anstelle von den Spielern. Bis jemand dann Bock hat, mit zu Let's Playen. Einfach mehr mit mir am Telefon bei Skype. Oh, schaut euch den Berg an. So, der Top Creme ist online. Gleich mal mit einem Fly. Nein, das ist ein Bug, wenn die Spiele manchmal sich einloggen und dann kurz angezeigt werden als Fliegen. Okay, what? Okay.
muss ich besser schauen, haben wir. Es muss doch hier sein. Ah, das ist Ding. Hier ist es, oder? Ja, hier. Mist. Es war gar nicht dort. Weil man sieht so schlecht, oder? Oh, wir tun keine Tapes machen. Okay, können sowieso nicht einsammeln. Wenn es jetzt dort nicht ist, weiß ich nicht, wo das Spawn war. Also nichts sieht aus. Das ist es, oder? Ja, das ist es. Okay, gut. Also dann mache ich jetzt hier schon Schluss mit der zweiten Folge. Die dritte Folge kommt so bald und würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Ich, ja, wäre sehr dankbar und tschüss, Leute.